Heute geht es wieder um das Thema Teilentladungsmessung. Wir haben die Norm 60270, die deutsche VDE 0434 und da gibt es ein Kapitel über Störer. Oder Störungen, das wollen wir uns mal angucken. Und im Anhang G ist auch bezeichnet, was mit den Störern das so auf sich hat und was man dagegen tun kann. Zum Beispiel Frequenzauswahl. Bei der Frequenzauswahl gucken wir uns das Bildchen hier an aus der IEC 60270. Wir haben hier drei Frequenzgänge. Wir haben C, den Frequenzgang des Kalibrators, brauchen wir jetzt nicht. B, Frequenzgang der Teilentladung, schon interessant, weil innerhalb dieses Frequenzganges messen wir im Bereich A, das ist die dritte Kurve mit dem Bandpass, die Teilentladung. Und hier haben wir die Möglichkeit, die Frequenzen im Rahmen der IEC, da gibt es Empfehlungen von bis, wo dieser Bandpass liegen darf, haben wir im Rahmen der IEC die Möglichkeit, das Ganze zu verschieben. Also die Variation der Filterparameter. Wofür kann das Ganze gut sein? Um zum Beispiel feststehende Störer wie hier, sieht man den Frequenzgang eines Auskoppel-Vierpoles, wo zwei Frequenzen unterdrückt sind. Wenn man sich mal anguckt, das sind die 693 kHz und 990 kHz. Und mit Auswahl der Messfrequenz in der Norm ist einfach gemeint, dass wir nicht da messen, wo andere Störer sind. Das kann man direkt im Signalrauschabstand sehen, ob man geeigneten Messbereich hat. 990 kHz, ich glaube, das ist schon Geschichte, Deutschlandradio. Wenn wir mal bei Wikipedia gucken, dann haben wir hier den Sender Berlin Britz und da steht weiter unten der Hinweis abgeschaltet. Da, Deutschlandradio Kultur. 4. September 2013 ist also schon ein bisschen länger her. Das heißt, man sollte mal schauen, dass man auch bei den Störfrequenzen immer auf dem Stand, auf dem aktuellen Stand bleibt. Das Zeitfensterverfahren, hier spricht man von einem Tor. Bekannter ist der Ausdruck Gate, also Gating. Beim Gating oder beim Fensterlen haben wir zwei Erfassungseinheiten. Eine Erfassungseinheit ganz normal zur Messung der Teilentladung. Wir kriegen also ganz viele Impulse rein in dieses System. Das sind unter anderem echte Teilentladungsimpulse und vielleicht auch ein paar Störer. Und um das unterscheiden zu können, brauchen wir ein zweites System, einen zweiten Eingang, der so verschaltet ist mit unserem Prüfaufbau, dass der nur die Störer mitbekommt und nicht die Teilentladung. Und das einfache Prinzip bedeutet jetzt, die einfache Gleichung, die da erfüllt wird, wenn die Gating-Unit, also die Fenster-Unit, einen Störimpuls sieht, dann sagt sie der Mess-Unit Bescheid, dass genau diese Bereiche dann eliminiert werden und nicht berücksichtigt werden. Plus, minus, ein bisschen links und ein bisschen rechts. Also hier hat die Gating-Unit auch wieder ein Signal erfasst, einen Störer. Wir gucken runter, zeitgleich in der Teilentladungs-Unit haben wir auch diesen Störer erfasst und der wird dann einfach eliminiert und ausgeblendet. Und das Thema Schirmung und Filterung zum Beispiel. Um das mal zu zeigen, machen wir das Ganze an einem normkonformen Aufbau. Das heißt, wir haben hier wieder unseren Standardaufbau und den gucken wir uns jetzt einmal innen an. Ein Hochspannungstransformator über einen Vorwiderstand geht die Spannung auf einen Pi-Filter. Das blockt die Störung netzseitig ab und konzentriert sich auf das Messen der hochfrequenten Teilentladungsimpulse von Seiten des Prüflings. Und als Prüfling habe ich hier mal ein 110 kV-Kabel angeklemmt, allerdings ohne Endverschluss auf der Seite und auch keine Corona-Ringe an dem Ende und auch keine Abschirmelektrode an dem Ende. Ich gehe also davon aus, dass da schön Teilentladungen entstehen. Bevor wir anfangen und messen, gucken wir uns einmal das Messsystem selber an. Das ist hier noch nicht verkabelt. Und um mal zu schauen, was das mit dem Thema Störer auf sich hat, kann ich jetzt hier einfach mal ein Kabel anschließen. Das wirkt als Antenne. Das werfe ich hier mal oben drüber, sodass wir jetzt hier uns schön die elektromagnetischen Störungen, die in der Umgebung sind, einfangen. Na, wann hält das? Jetzt hält das, glaube ich, ganz gut. Ja, also wir sammeln einfach mit dieser Antenne jetzt ein paar Störungen auf und gucken uns mal an, wie das Ganze in der Software sichtbar wird. Wir sehen hier einen geringen Grundstörpegel von wenigen 10 Femtocoulomb, also 0, irgendwas Picocoulomb. Interessanter ist das Signalspektrum. Und da sehen wir jetzt im Signalspektrum
Ich fahre mal den Cursor hin. An dieser Stelle haben wir eine höhere Amplitude. An der Stelle haben wir eine hohe Amplitude. Und hier vorne an der Stelle hüpft es auch manchmal ein bisschen raus. Das heißt, wir sehen jetzt im Spektrum schon mal Stellen mit hoher Amplitude. Ich kann mal versuchen, das zu visualisieren, indem ich da eine Histogrammgrafik starte. Jetzt kann man also schön sehen, dass an dieser Stelle, wo ich den Cursor jetzt hinfahre, ein hoher Störpegel ist. Das ist bei einer Frequenz von ungefähr 13,6 MHz. Da sollten wir also nicht messen. Ja, das ist in der Norm so beschrieben, dass man durch Auswahl der Messfrequenz Störer unterdrücken kann oder Störern ausweichen kann. Und das machen wir jetzt einfach mal, indem wir einfach standardmäßig wieder die Messfrequenzen nehmen, die in der IEC vorgeschrieben oder vorgeschlagen sind. Da kann man nicht so viel falsch machen. Gut, das als Beispiel, welche Störer wir hier so haben. Ich klemme das jetzt mal wieder ab hier und baue das Messsystem ein. Genau, muss das jetzt wieder verkabeln. So, habe das Messsystem wieder angeschlossen und verkabelt. Entferne jetzt mal hier die Erde an der Stelle und aktiviere einfach mal einen Handkalibrator mit 10 Picocoulomb. Den schließe ich hier am Kabel an und die Masse am Kabelschirm, sodass ich jetzt den Prüfling mit 10 Picocoulomb kalibriere bzw. den ganzen Messkreis kalibriere. Und ich kann jetzt mal schauen, wie sich das auf meine Störumgebung auswirkt und was wir noch Interessantes finden zum Thema Störungen. So, als erstes kann man sagen, dass wir jetzt einen höheren Störpegel haben im Vergleich zu vorher. Wir sind also im Bereich von einigen Picocoulomb und nicht mehr mit 0, unterwegs. Das liegt daran, dass wir jetzt einen größeren Prüfaufbau haben. Der sammelt also mehr Störungen ein. Wenn wir hier mal im Oszilloskop gucken, können wir mal versuchen, auf den Kalibrator zu triggern, aber wir finden ihn nicht, weil wir sehr viele Störungen haben. Also alles zappelt und schwingt, das ist ein Anzeichen für Störungen. Woran könnte das liegen? Ein Blick nach oben zeigt, wir haben da solche Leuchtstoffröhren an. Und wenn wir die mal einfach ausschalten, schwuppsiwupps, ist es zwar dunkel, aber wir sehen eine drastische Reduktion des Störpegels. Das heißt, hier kann man schon mal darauf achten, dass man keine störenden Geräte in der Gegend aktiviert hat. Gucken wir uns den Kalibrator an. Jetzt können wir auf den Kalibrationsimpuls mal triggern und sehen also wunderschön, dass wir hier den Kalibrator sehen. Wir können uns das Frequenzspektrum dazu angucken und haben hier einen horizontalen Bereich mit horizontalem Spektrum, wie das in der IEC auch als Optimum vorgegeben ist. Und ganz links, da werden wir messen. Im oberen Bild sehen wir schön die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nasen des Kalibrators. Darunter den Störpegel. Und wir können ja mal kalibrieren, weil im Moment geht die Nase noch nicht bis zur 10 Picocoulomb-Linie. Wir haben also hier oben nur 7,1 Picocoulomb. Dann kalibrieren wir das einfach jetzt mal auf den Wert 10. Kalibration bedeutet einfach, wir skalieren die Achse ein bisschen um, bis alles passt. Und haben einen Kalibrationsfaktor in dem Fall von 1,405. Das ist also der Multiplikator, mit dem das Originalsignal multipliziert wird, um das kalibrierte Signal zu ergeben. So, das sieht jetzt alles schön und gut aus. Wir sehen aber schon, sobald wir das Licht anmachen, ich roll nochmal rüber. Zack, Licht an. Ist das schon schwieriger, den Kalibrator da oben wieder zu finden. Wir haben also einen Abstand, Signal-Rauschabstand von 10 PC Nutzsignal und ungefähr 4 bis 5 PC Rauschsignal, also gerade mal Faktor 2 liegt dazwischen. Licht aus. Jetzt haben wir einen Signalstörabstand von 10 Picocoulomb Nutzsignal zu ungefähr 0,1 PC, also Faktor 100 Signalstörabstand. Gucken wir uns mal den unteren Bereich an hier mit dem Zeitbereich. Das ist eine breitbandige Signalerfassung, wie mit einem Oszilloskop. Und jetzt sehen wir, wenn wir zum Beispiel mal diesen zweiten Monitor hier anschalten, ja,
hat hier unten irgendwo einen Powerknopf. Mal gucken. Genau, und einmal muss ich auch winken. So, dann sehen wir jetzt Folgendes. Einmal natürlich ein schönes Bild, deswegen haben wir das gemacht. Aber ja, wir sehen jetzt hier ein wildes Wischiwaschi von weiteren Störungen. Und gerade hier unten ist es jetzt ärgerlich, weil wir nicht mehr auf unseren Kalibrator triggern, der ist quasi weg, sondern auf die Störung wahrscheinlich vom Schaltnetzteil dieses etwas älteren TV-Modells. Die Störungen wandern auch hier oben schön im Bild durch und verfuschen uns die Messung. Gucken wir mal auf Signalspektrum. Also hier sehen wir auch ganz viel Signalenergie, die uns die Messung quasi verdirbt. Wir sind also gar nicht mehr in der Lage, hier im Zeitbereich in der breitbandigen Messung den Kalibrator zu sehen. Wohl aber in der gefilterten Messung, also er guckt da oben noch raus. Ich kann auch hier mal ein Histogramm anschmeißen. Dann sehen wir also hier oben die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nasen des Kalibrators. Unten das horizontal gleichmäßig verteilte Grundrauschen. Und hier sehen wir die Störimpulse des Schaltnetzteiles. Also auch keine gute Idee, mit so einem Monitor parallel eine empfindliche Messung zu machen. Deswegen machen wir den jetzt erstmal wieder aus. Na, machen wir den aus, habe ich gesagt. Gut, hier haben wir wieder das Normalbild, das heißt, der Kalibrator hat einen schönen Abstand zum Rauschteppich. Hier unten können wir nochmal triggern auf den eigentlichen Kalibrationspuls. Und jetzt haben wir zum Thema Lichtschalter noch ein zweites Problem. Das kann ich mal demonstrieren, indem ich einfach mal ein phasenaufgelöstes Diagramm aufzeichne. Das heißt, ich starte mal hier die Erfassung der Teilentladung in dem Fenster, sodass ich überall Punkte male, wo Pulse auftreten. Und wir sehen wieder, wie wir es schon kennen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal den Kalibrator mit ein bisschen Durchschwingen. Deswegen ist der da unten auch nochmal zu erkennen. Und das horizontal verteilte Rauschen. Aber im anderen Bereich sehen wir nichts, also gar nichts, weil wir haben keine Störung. Das wird sich jetzt ändern, indem ich wieder mal diesen Lichtschalter drücke. Also, ich drücke den und dann starten die Leuchtstoffröhren und es flackert. Ja, und jetzt sehen wir mal, was passiert ist. Wir haben also ganz viele Einzelimpulse, die jetzt hier unser Bild überlagern. Ich kann das nochmal löschen. Denn wenn der Lichtschalter an ist, dann haben wir nur unser bekanntes höheres Rauschband. Das Thema hatten wir ja gerade. Mit den Neonlampen haben wir einfach mehr Störungen gleichmäßig verteilt. Worauf ich aber hinaus will, sind die Extrapunkte, die jetzt noch dazukommen. Die Extrapunkte kommen dazu. Immer dann, wenn ich die Lampe einschalte, flackert das da oben so ein bisschen. Dann gibt es also verschiedene Zündvorgänge. Ja, da hinten hat es gerade ein bisschen länger gedauert. Und diese Zündvorgänge, ja, gerade die hinteren beiden brauchen ein bisschen länger. Diese Zündvorgänge finden wir hier wieder in diesen Einzelimpulsen. Und die können wir mal versuchen, ob wir die mit einer sogenannten Gating Unit, das war hier im Kapitel Störer, das Zeitfensterverfahren, mit einem Tor, einem Gate, dass wir die quasi herausfiltern. Dafür brauchen wir hier einen weiteren Messkanal, der in der Lage ist, die Störung aufzuzeichnen. Dafür nehmen wir wieder so eine primitive Antenne, schließen das hier an, also einfach hier ein Kabel rangehängt, hier ein Kabel rangehängt, sodass ich hoffe, dass ich die Störung, die von diesen Lampen ausgehen, irgendwie einfangen kann, sei es durch eine elektromagnetische Welle, durch ein elektrisches Feld, wo die Feldlinien hier landen und letztlich gemessen werden in diesem Messsystem. Das ist jetzt verknüpft mit meinem echten TE-Messsystem. Das ist hier oben aufgetaucht als zweite Einheit und ich kann sie hier über den Knopf als Tor, als Gate definieren. Und damit hat das oben auch die geschlossene Bahnschranke. Gate heißt, ich lasse nichts mehr durch. Naja, nichts mehr ist relativ innerhalb der Parameter, die ich setze. Machen wir erstmal ein Beispiel, wie es ohne Gate aussieht. Ich starte das als Aufnahme, dass wir das auch nachher noch haben. Wir steigern die Spannung ein bisschen hoch und wir haben jetzt eine Spannung von ein paar kV, 5 kV, wir gehen mal auf 8 kV, so dass wir noch keine Teilentladung aus dem Prüfling haben. Hier sehen wir jetzt den Prüfling selber, das sieht ganz gut aus. Und wenn wir jetzt hier mal
die Akquisition starten von dem phasenaufgelösten Bild und ich drücke jetzt den Lichtschalter, dann werden sich hier jetzt die Punkte entsprechend verteilen. Machen wir das mal. Also ich drücke Licht an, hinten das flackert, 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 flackert. Und jetzt sehen wir einerseits, dass sich das Ganze angehoben hat. Dagegen können wir erstmal nichts machen, aber wir sehen noch diese Extrapunkte hier. Und die wollen wir loswerden in der Hoffnung, dass unsere Tor-Unit, unser Gate, das auch gemessen hat. Hier sehen wir jetzt unser Gate. Unser Gate, unser Tor, ist nicht angeschlossen am Prüfling, sondern es hängt hier irgendwo in der Luft. Das heißt, wir messen keine Teilentladung. Wir messen nur diese Störer und vielleicht noch andere Störer. Und das ist das, was wir hier visualisiert haben. Jetzt können wir das nutzen als Information. Wir wollen es nicht haben, also gaten. Jetzt sehen wir hier oben wieder die Bahnschranke. Wir starten jetzt das nochmal neu mit dem Bildchen, mit der Aufnahme. Und wiederholen das Ganze, also Licht aus. Guck mal, ob wir den Bildschirm auch wirklich gelöscht haben. Ja, also gucken wir uns jetzt das Bild an von unserem Prüfling mit Spannung. Löschen das nochmal. Jetzt machen wir einmal das Licht an. Es flackert, 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 flackert. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das heißt, wir haben jetzt die Information hier komplett unterdrückt. Das heißt, eigentlich sind die Pulse da. Ja, also sie wurden gemessen. Hier sehen wir jetzt den Inhalt der Gating Unit. Aber sie wurden nicht durchgereicht in die Mess-Unit, sodass wir hier den Zustand ohne die Teilentladung, also ohne die Störer, bewerten können. Positiv Beispiel, wir müssen aber die Teilentladung auch sehen, also erhöhe ich mal die Spannung ein bisschen. Und jetzt sehen wir wieder, wie gehabt, die Teilentladung unseres Prüflings, die kommen weiter durch. Und das ist ganz wichtig bei einer Gating Unit. Eine Gating Unit darf nie die Teilentladung unterdrücken, denn die wollen wir ja messen. Gut, das hat ja schön geklappt. Das gucken wir uns gleich im Stream nochmal im Replay an. Wir haben die ganze Messung zum Glück digital aufgezeichnet, das heißt in den Rohdaten des Messsystems. Und hier können wir am unteren Bild sehen in Rot den Verlauf der Prüfspannung von 0 ansteigend über 4 kV, 6 kV, 8 kV. Dann haben wir das Ganze ein bisschen gehalten, rumgespielt mit dem Gating. Weiter hinten haben wir die Spannung erhöht, um nochmal die echten Teilentladungen zu provozieren. Und die sehen wir hier jetzt in Grün, dass wir hier im hinteren Bereich auch einen höheren Teilentladungspegel haben, bevor wir dann letztlich gegen Ende der Messung die Spannung wieder runtergefahren haben, um die Aussetzspannung zu bestimmen. Wir können das jetzt hier etappenweise ein bisschen abspielen. Das heißt, wir starten hier mal die Aufzeichnung und sehen, wie die Spannung sich erhöht, wie wir durch das Schalten der Spannung, also durch das Hochstellen der Spannung ein paar Störer haben. Und letztlich nach ein paar Sekunden haben wir hier ein stabiles Bild. Mit dem Problem, dass wir jetzt hier noch den Lichtschalter mit drin haben. Den Lichtschalter sehen wir im zweiten Kanal ganz gut. Also da sehen wir jetzt hier unten in Rot wieder die Prüfspannung, die mitgemessen worden ist. Und in Grün sehen wir jetzt nicht den Teilentladungspegel des eigentlichen Prüflings, sondern immer die Störer, nämlich den Lichtschalter. Wir können mal gucken. Also Spannung, die Antenne sieht jetzt das Schalten des Lichtschalters. Später hier auch nochmal. Wir konzentrieren uns jetzt aber nur auf diesen hier. Ich spiele das nochmal ab. Also unser Lichtschaltersensor hat jetzt das hier als Flackerimpuls identifiziert. Unser Messkanal sieht das jetzt dummerweise als potenzielle Teilentladungspulse. Nochmal zur Info, gegen das Hochheben dieses Rauschbandes können wir jetzt erstmal nichts machen. Dieses horizontale Band, das müssen wir hinnehmen. Aber diese Einzelimpulse, die können wir loswerden. Die können wir loswerden, indem wir dieser zweiten Unit sagen, liebe Unit, alles das, was du gemessen hast, ist gar keine Teilentladung, sondern mach mal die Bahnschranke zu, das ist ein Gate. Hier oben haben wir die Bahnschranke. Ja, und mit dieser geschlossenen Bahnschranke kommen diese Pulse jetzt nicht durch zum Messkanal. Wir gucken uns nochmal das alte Bildchen an, spielen das jetzt nochmal neu ab in diesem begrenzten Zeitbereich und werden feststellen, dass jetzt, wenn der Lichtschalter schaltet, wir zwar das hochgehobene Rauschband haben, allerdings keine Pulse, die da stören. Wäre schön, wenn wir das jetzt noch quantitativ bewerten würden, was er jetzt da durchgelassen hat. Wir haben die Möglichkeit, die Pulse mitzuzählen. Wir haben jetzt hier in dem Beispiel ungefähr 19 Sekunden und 775.000 Impulse. Das sind aber dummerweise die des Rauschens. Das heißt, wir müssen jetzt mal hingucken, ob wir es schaffen, den Threshold so hoch zu nehmen, dass wir das Rauschen gar nicht mit im Bild haben. Probieren wir das mal.
Gehen wir also mal durch. Wir messen jetzt also nur ein paar echte Teilentladungen, die schon durchkommen. Also die paar Kleckse hier, das sind echte TE, die bei 8 kV schon durchkommen. Und wir haben jetzt in diesem Fall 5 Pulse, ne? Also genau die hier, 1, 2, 3, 4, 5, gemessen in diesen besagten 18, irgendwas Sekunden, weil wir das Gating drin haben. Nehmen wir das Gating raus, können wir jetzt, weil das ja schön digital und Software ist, wirklich super vergleichen, wie viele Pulse durchkommen, wenn wir das Gating deaktivieren. Merken wir uns mal 5 in 18,5 Sekunden und jetzt ohne das Gating sind es in 18,5 Sekunden 444 Impulse. Das heißt, wir haben schon einiges weggegatet, eigentlich alles, bis auf diese 1, 2, 3, 4, 5 Pulse, die hier wirklich entstanden sind durch die echten Teilentladungen. Also sind wir da gar nicht so schlecht unterwegs. Zum Abschluss noch einmal zusammengefasst, wie kann man mit Störern umgehen? Sinusstörer, also feststehende Störer im Frequenzband, kann man durch die geschickte Wahl der Messfrequenz herausfiltern mit PD-Filter, also mit dem Messbandpass. Man kann zusätzliche digitale oder auch analoge Eingangsfilter installieren. Hier gilt, analog ist gar nicht so schlecht wie sein Ruf. Denn das, was ich gar nicht erst mit dem AD-Wandler digitalisieren muss an Störungen, da freut sich mein System, wenn das schon analog unterdrückt ist. Dann hatten wir für pulsartige Störer das Hardware-Gating, also das mit dem Fenster, mit dem Tor, mit einer zweiten Unit. Und was ich noch ergänzen möchte, ist das Gaten mit der Software. Das heißt, wenn wir feststehende Pulse haben, die wir rausgaten, zumindest zum Beispiel Schaltnetzteile. Das kommt häufiger mal vor. Verfahren wie 3CFRD oder 3PART werde ich in extra Videos behandeln. Gut, also gucken wir uns jetzt das Gaten durch feststehende Windows, durch feste Fensterbereiche, durch feste Tore an. Das ist relativ einfach zu verstehen. Wo tritt das Ganze auf? Hier haben wir mal eine Prüfspannung, sinusförmig, und wir sehen jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Störer. Das mag eine Erregermaschine sein von einem Generator in der Nähe, und wir sehen schon, das sind keine Teilentladungen, das sind Störer. Da können wir also eigentlich gedanklich Fenster drum malen und es eliminieren. Anderes Beispiel hier bei diesem etwas vermurksten Sinus. Hier sehen wir eine Resonanzanlage, die quasi hier einen Schaltimpuls hat, da noch einen Schaltimpuls. Es werden also Blöcke an- und ausgeschaltet bei dieser Resonanzanlage, um die Wirkverluste zu decken, und diese Schaltungen durch Thyristoren oder IGBTs sind sehr schnell und sehen aus wie Teilentladungsimpulse, und deswegen können wir die einfach auch rausschneiden, rausmalen. Das kann ich am besten mal zeigen anhand einer Software-Demo. Ich spule das mal hier ab. Wir haben hier eine ansteigende Spannung, wir sehen erstmal nur normales Rauschen, und jetzt setzt gleich hier eine Corona-Entladung ein, die ich jetzt mal als Störer interpretiere, die möchte ich nicht mehr haben. Und um die wegzukriegen, kann ich jetzt einfach schön grafisch hier ein Bildchen drüber malen, und dann ist die verschwunden aus meinem Bild. Ja, also weggegated. Dieses Verfahren nennt man Window Gating und ist ein sehr einfaches und effektives und zugelassenes Verfahren, um feststehende Störer genau dann auszublenden, wenn man sich sicher ist, dass das keine Teilentladungen sind. Neugier, Bildung, Berufung.